So Leute, dann wollen wir mal weitermachen mit Fallout. Ich glaube Folge 6 oder sowas. Ja, es geht weiter und zwar sollen wir diesen Power Core besorgen und wie uns gesagt wurde, ist der irgendwo im Keller. Ich hoffe, ich gehe richtig, wenn ich da einfach mal runterlaufe. Hier übrigens liegt noch eine von denjenigen, die ich ausgezogen habe. Tja, ein bisschen Bumchika, wow, wow, muss immer sein. So, okay, hier ist der Keller. Das ging jetzt tatsächlich einfacher, als ich erwartet habe. Mit dem Runterspringen und Finden. So, was haben wir hier? Wir haben Terminal und wir haben eine Tür. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Gucken, ob wir die Tür knacken können, ne? Kennen wir natürlich. An diesem System hat sich im Grunde genommen nichts geändert. So, wir gucken erstmal, ich drehe mal ein bisschen in eine Richtung, um zu wissen ungefähr, wo der Ansatzpunkt ist. Da ist er nicht. Drehen wir ein bisschen nach da. Schön vorsichtig. Okay, oh. Oh, okay, da ist er nicht ganz. Das heißt, ein bisschen mehr nach unten oder nach oben. Eins von beiden. Immer natürlich schön vorsichtig, dass der Dietrich nicht abbricht. Ja, da haben wir es. Da haben wir es doch offen. Geschafft. So, und hier ist der Power Core. Beziehungsweise Fusionskern für den Power Suit. Jetzt stelle ich mir die Frage, kann ich trotzdem das Terminal noch hacken? Denn das gibt mit Sicherheit, ich will nicht sagen Skillpunkt, aber es gibt mir natürlich irgendwas, ein bisschen Erfahrungspunkte, wenn das hier funktioniert. Auch hier hat sich nichts geändert am Hacking. Das heißt, wir haben ein Keyword, was uns hier angezeigt wird. Hier zum Beispiel Sound, Ropes, Noise und irgendein dieser Keywords ist richtig. Wir sehen jetzt ein Treffer. Das heißt, einer dieser Buchstaben R-O-B-E-S ist in dem Wort drin, was das Lösungswort ist. Warte mal. Versuchen wir es mal mit Sound. Auch ein Treffer. Gut, das bringt uns nicht weiter. Wir haben hier, was anderes. Was haben wir hier? Oh, na. Warte mal, wir versuchen mal mit Lux, weil da ist auch ein S drin. Das könnte passen. Null Treffer. Okay. Also ein Wort ohne O, ohne L. Warte mal, Carrot. Wir haben Sound versucht. Das war es nicht. Könnte es Truth sein? Nee, den haben wir auch nicht. Warte mal, Builds könnte es sein. Warte mal, B. Warte mal, hatten wir ein Neues? Ist irgendwas da drin? Das I ist drin und das U ist drin. Bild könnte es sein. Nee, auch das nicht. Und Zugriff verwehrt. Gut, das hat schon mal nicht geklappt, aber ist nicht ganz so schlimm. Ja, dann kann ich mich irgendwie arrangieren. Wir haben das Schloss ja auch so geknackt. So, jetzt ist die Frage, wo ist der Power Suit? Gehen wir in die Richtung. Ich glaube, das ist einigermaßen richtig. Vorbei an der Nackten, die wir ausgezogen haben. Oh, ich dachte schon, wir kommen da um die Ecke. Dogmeat, ey, erschreck mich nicht so. Hier geht's rum. Ja, hier haben wir auch ein paar nackige Kerle hinterlassen. Okay, ja, Fallout. Brüste und Wangs. So, okay. Liegt auch noch einer. Hab ich auch schon geplündert. So, wir müssen darüber. Wir sehen es gerade. Da hinten irgendwo ist es. Warte mal, ist da eine... Oh, schön, das Spitfire am Himmel. Sehr schön. Was ist das eigentlich hier? Warum glüht das so rot? Ich meine, das ist diese, diese Drehkanone, die ich da benutzt habe. Hier die. Ach, die war leer, ne? Die brauche ich gar nicht mehr ausrüsten. Aber wer dreht denn hier durch? Das gehört? Irgendjemand dreht so ein bisschen durch. Gut, stört mich gerade nicht so. Die haben ihre Probleme. Ich will den Power Suit. So, ab nach draußen, holen uns den Suit und ab dafür, würde ich sagen. Bisschen aufräumen, mal die restlichen Raiders wegschaffen. Mal ein wenig den Dreck von den Straßen wegkehren. Ich glaube, das ist ein sehr treffendes Wort dafür. Wobei, ich meine, wir wissen gar nicht, ob wir es hier mit Leuten zu tun haben, die irgendwie freundlich sind, die nett sind. Das alles, was wir wissen, ist, dass sie sich hier eingeschanzt haben und wir für sie die Drecksarbeit erledigen sollen. So, oh, und hier ist er. Hier ist er. Holy crap. Holy crap. Power Suit, Baby. So, packen wir den Kern mal rein. Nice. Tja, und dann setzen wir uns mal rein, ne? Das ist natürlich krass, dass wir direkt zum Start des Spiels eine Power-Rüstung bekommen. Also, oh, und nice hat. Finde ich fast ein bisschen übertrieben, um ehrlich zu sein. Aber guckt euch das Ding mal an. Wow. Also ganz ehrlich, mir tun die Raider fast so ein bisschen leid. So, gehen wir mal hoch.
Genau, wir haben die Ego. Hier oben! Was? Hier oben ist jemand! So, dann würde ich sagen. Warte mal. Erledigen wir die Jungs mal so ein bisschen. Guck dir das mal an, ey. Zeig mir die tolle Knarre aus der Nähe. An meinen Jungs kommen nur wenige vorbei, das muss ich zugeben. Los, ich hab noch was vor. Tja, Doc Meat, du bleibst oben. Ich erledige mal ganz kurz die Raider. Hab grad nichts anderes zu tun. Ich frage mich, ob wir den Powersuit behalten dürfen. Das wäre super krass. Also, wenn wir wirklich zum Start des Spiels einen Powersuit haben. Ich meine, es war in der Vergangenheit immer so ein, eine Sache, die du dir erst erarbeiten musstest. So, ich, das war vernamed. Warte. Oh. Sehr schön. Warte, ich werfe hier mal eben so ein Buff-Out ein. So, okay. Alright. Wow. Wow, 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 wow. Oh shit. Eine Todeskralle. Oh shit. Eine Todeskralle. Is no good, is no good, is no good. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist sowas von gar nicht gut. Okay, stirb, 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 stirb. Oh, huh. Meine Güte. Oh, eine U-Bahn-Marke. Das war jetzt überraschend. Ich, tatsächlich, die Szene kennt man schon. Was mit Doc Meat? Wo gehst du hin? Ins Gebäude? Ist hier jemand? Die Szene kennen wir dahingehend schon, dass... Oh, oh. Doc Meat ist in Schwierigkeiten. Es tut mir fast ein bisschen leid, weil ich die aus der Entfernung weggeballert. Oh, 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 oh. Doc Meat. Holy shit, jetzt musste ich ein Stimpack benutzen, um Doc Meat zu heilen, weil der mir hier weggestorben ist. Holy crap. Okay. Oh, habe ich meinen Helm verloren? Was ist denn da los? Warum habe ich meinen Helm verloren? Warum habe ich meinen Helm verloren? Und warum gucke ich nur auf den Boden? Und warum liegt die Stroh? Was ist denn da los? Mein Helm ist weg. Oh, ist der kaputt? Kann nicht sein. Warte mal. Wir sind so ein bisschen benebelt. Inventar. Kleidung. Modische Brille. Schutzhelm. Das ist aber nicht der Helm des Powersuits. C, da ist er. Wollte schon sagen. Ah, ist kaputt. Okay. Daran liegt's. Ist kaputt, aber ich habe ja hier diesen schicken alternativen Bauarbeiterhelm auf. Mal gucken, irgendwo sind mit Sicherheit noch welche. Warte mal, hinter mir sind welche. Ja, also die Szene, wo ich gerade darauf hinaus wollte, mit Todeskral, die kennen wir schon, weil die in der E3-Demo gezeigt wurde. Aber dass die natürlich hier direkt zum Start passiert, das konnte man jetzt nicht wissen. So, schön aufgeräumt. So, die Jungs plündern wir natürlich auch noch. Alles wird mitgenommen. Oh, hier liegt's. Wow. Schweißerbrille, Lederrüstung, Lederkombi. Boah, so viel Zeug, ey. So viel Zeug. Ja, das war's. Würde ich sagen, gehen wir rein. In der Stadt gucken wir uns gleich nochmal schön Ruhe natürlich um, was wir hier noch plündern können, was wir mitnehmen können. Ich bin mir relativ sicher, dass irgendwo noch was rumliegt. Ach ja. Das war natürlich jetzt echt schön. Also ich finde es auf der einen Seite geil, dass man uns so relativ früh einen Knochen hinhält und sagt, hier, das ist der Powersuit. Mit der Ruhe, Mama. Das kann er. Alles gut, Preston. Mach keinen Aufstand. Hi. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Ja, bin ich auf eurer Seite? Ich bin eigentlich auf meiner Seite, um ganz ehrlich zu sein. Ich bin auf meiner Seite, Garvey. Das ist schade, Mann. Im Commonwealth kann man nie genug Freunde... Also, als wir uns trafen, hast du gesagt, wir würden dir was schulden für deine Hilfe. Du hast es dir wohl verdient. Keine Smaragde, aber das muss reichen. Okay, mehr Fusionszellen. Ist natürlich gut, weil dann können wir den Powersuit weiterhin benutzen. Ja, als ob ich sagen würde, ich habe nicht wegen des Geldes geholfen. Natürlich nehme ich die Kohle. Ich nehme, was ich kriegen kann. Hm. So spricht ein wahrer Söldner. Wenn du mal nicht nur für dich selbst kämpfen willst, besuch uns doch in Sanctuary.
Ich könnte jemanden wie dich brauchen. Jemanden, der Dinge erledigt. Ja, warum nicht, ne? Wir fragen erstmal, was zu tun ist. Was würde ich denn tun müssen? Du musst stark bleiben. Wie zuvor. Denn dein Schicksal umfasst noch mehr. Ich habe es gesehen. Und ich kenne deinen Schmerz. Red mal weiter. Okay, ich höre. Du bist ein Mann ohne Zeit. Ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Was hast du denn genommen? Wir sind 200 Jahre in der Zukunft. Das ist nahezu unmöglich. Aber erzähl mal. Ich bin ganz Ohr. Also, Kind, ich weiß, wie das klingt. Das dritte Auge ist seltsam. Und es sieht nicht immer klar. Aber dein Sohn ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein. Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als das hier kann es wohl kaum... Entspannt euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Ja, ist natürlich interessant. Okay. Die gehen nach Sanctuary, also unsere Heimatstadt oder die Stadt, wo wir damals gewohnt haben. Jetzt ist die Frage, folgen wir denen? Weil wir wissen ja, wir können irgendwo ein Lager aufbauen. Und ich würde es ganz praktisch finden, den Powersuit irgendwo zu lagern. Auf geht's. Du musst in Richtung Diamond City. Ja, habe ich gehört. Wir schulden dir was. Ja, natürlich schulden wir was. Die lächerlichen 50 Kristalle sind ja wohl nur eine Anzahlung gewesen, liebe Freunde. So schon mal gar nicht, ey. So, gut. Wir können uns natürlich jetzt hier umschauen, aber das meiste habe ich mir natürlich schon angeschaut. Wobei hier hinten sind noch ein paar Sachen zum Looten, sehe ich gerade. Glühbirnen nehmen wir mit. Was haben wir hier noch? Sicherungen nehmen wir mal mit. In der Regel natürlich packe ich alles immer ganz gerne ein. Aber hier war tatsächlich schon relativ leer. So, warte mal, er steht hier vorne rum. Ich dachte, die gehen nach Sanctuary. Warte mal, kann ich mit ihm noch reden? Klingt, als solltest du dich besser auf den Weg nach Diamond City machen. Ich dachte eigentlich, wir gehen jetzt zurück. Wir gucken mal ganz kurz, was der Pip-Boy sagt. Ob er uns zwei Aufgaben gibt. Begebe ich nach Diamond City oder gehe nach Sanctuary, genau. Und das werden wir jetzt tun. Wir gehen erstmal zurück nach Sanctuary. Kann ich schnell reisen? Oh, das macht die Sache ja ein bisschen einfacher. Ist da was? Das machen wir auch. Schnellreiseoption finde ich immer eine valide Sache. Auch wenn einige sagen, du hättest einen Weg laufen können. Klar, aber wenn man bedenkt, wie Folgen zu Fallout sind 15 bis 20 Minuten lang, macht es immer Sinn, glaube ich, sich so ein paar lange Wege zu sparen, um einfach mehr Gameplay reinzukriegen. Aber wir sehen hier echt eine schöne Waffe. So, willkommen in Sanctuary. Oh, hier sehen wir die Werkbank. Ich suche hier eigentlich, sind denn die Jungs schon da? Die Jungs und Mädels? Ich meine, ich sehe die Werkbank, die hat einen Questmarker drauf. Gucken wir mal, vielleicht kann ich hier meinen Powersuit reparieren. Nee, Siedler brauchen Nahrung, Wasser, ein Bett und Schutz. Verbessere die Moral in der Siedlung, indem du diese grundlegenden Bedürfnisse bei allen Siedlern befriedigst. Ja, was ich ein bisschen merkwürdig... Achso, wir sehen oben, Essen 1, Wasser 0.
Ich find's komisch, dass es kein Tutorial oder irgendwas hierfür gibt. Dass man einfach so reingeworfen wird, das ist ein bisschen sehr merkwürdig. Gucken wir mal. Ressourcen. Ressourcenwasser. Und Essen. Warte mal, kann ich Essen herstellen? Achso. Wasseraufbereiter industriell. Ein ganz normaler Wasseraufbereiter. Benötigt 2 Energie, produziert 10 Wasser. Kann ich aber nicht herstellen. Kann ich nicht herstellen. Wir haben keinen Schutz, wir haben keine Becken. Wobei, Betten könnten wir auch herstellen. Beziehungsweise, wir haben ein Bett schon in der Tasche. Benötigt 5 Energie. Ich vermute, ich brauche erstmal Energie. Aber wir gucken mal. 5 von 5. Ja, Kupfer fehlt mir, Keramik fehlt mir, Öl fehlt mir. Kann ich denn irgendwie Sachen zerlegen? Das sollte doch auch gehen. Also, wie sieht es denn mit Strukturen aus? Wände, Böden. Da ist so viel drin hier. Habe ich auch alles nicht genug. Aber wie zerlege ich denn Zeug? Ist das hier drin? Herstellung. Kochstation, Labore. Hier, Powerrüstungsstation. Aber da fehlt mir auch wieder einiges. Die Sachen, die ich habe, sind, glaube ich, ausgegraut, soweit ich das sehe. Genau, Zahnräder fehlen mir noch ein bisschen. Das wäre natürlich cool, so eine Powerstation haben, wo ich den schön reinstellen kann. Gut, gehen wir mal raus. Wo kann ich Zeug zerlegen? Das ist die große Frage. Das Ding ist ausgegraut. Aber wo sind die Leute? Müssen nicht hier irgendwo... Ich meine, da ist ein Questmarker. Die müssten doch hier irgendwo sein. Wir gucken mal ganz kurz. Sanctuary. Da ist die Red Rocket Station. Da ist der Vault. Ist die Frage, sind die jetzt noch nicht hier oder... Halt, um das Werkstattmenü zu öffnen. Das ist natürlich alles toll. Aber warte mal, Energie. Ein Generator. Bauen wir mal einen normalen Generator. Kann ich da einen von bauen? Kann ich bauen. Die Frage ist, wo stellt man einen Generator hin? Wo stellt man einen Generator hin? Oh, guck mal. Oh, was ist denn da vorne? Ach so. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Cotsworth fliegt hier rum. Gut, wir machen es so. Wir machen hier einen Cut für den Part und machen dann beim nächsten Mal weiter und fangen mal an, das Lager ein bisschen aufzubauen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Startpunkt.